Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gedenkveranstaltung am Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau. Auf Wunsch der Angehörigen wurde am Vormittag auf dem Friedhof der hessischen Stadt still an die Opfer erinnert. Auch Bundesinnenministerin Faeser nahm daran teil. Heute vor 4 Jahren hatte ein 43-jähriger Deutscher 9 Menschen erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Internationaler Gerichtshof beginnt Anhörungen zu Israels Vorgehen in besetzten palästinensischen Gebieten. Die UN-Generalversammlung hatte den Gerichtshof in Den Haag schon vor dem Nahostkrieg um ein Gutachten gebeten. An der Anhörung beteiligen sich 52 Staaten. EU-Außenminister wollen Militärmissionen im Roten Meer beschließen. Mit der Operation Aspides sollen Handelsschiffe vor den Angriffen der jemenitischen Houthi-Miliz geschützt werden. Deutschland will sich mit der Fregatte Hessen beteiligen und hat das Schiff bereits Richtung Rotes Meer losgeschickt. Am Freitag soll der Bundestag darüber abstimmen. Enquete-Kommission stellt Zwischenbericht zu Bundeswehreinsatz in Afghanistan vor. In dem Papier, das dem NDR vorliegt, wird vom größten, teuersten und opferreichsten Kriseneinsatz und einem strategischen Scheitern gesprochen. Der Bundestag hatte das Gremium 2022 berufen, um Lehren für künftige Bundeswehreinsätze zu ziehen. Zehntausende Menschen demonstrieren in Mexiko für Demokratie. Knapp 3,5 Monate vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen forderten sie unter anderem faire Abstimmungen. Sie werfen dem scheidenden Präsidenten Obrador vor, seine Partei bei den Wahlen zu bevorteilen. Obrador darf laut Verfassung nicht erneut antreten. Und das Wetter am Vormittag ganz im Osten und am Alpenrand noch Regen, sonst viele Wolken, nur gelegentlich mal Sonnenschein und einzelne Schauer. Am Nachmittag im Westen mehr Schauer bei 6 bis 14 Grad.